Das ist für mich Pflege. Palliativpflege ist eigentlich die ursprüngliche Pflege wieder, zu der man zurückkommt. Wickel, Auflagen, Aromaöltherapie, das ist toll, das macht Spaß, das tut den Leuten gut. Also da kann man ganz viel machen. Die gute alte Wärmflasche, ja, solche Dinge, die ist ja alles, macht man heute alles nicht mehr. Ne? Da wird so ein Pack in die Mikrowelle geladen und zack. Gerade ältere Leute stehen auf eine Wärmflasche, das kennen sie von früher. Und so Sachen machen wir hier ganz oft. Manchmal ist es nur die Tasse Kaffee, die mal jemand bringt und der freut sich total. Wir versuchen eben mit unserem Wissen eine Situation zu schaffen, die es den Patienten erträglich macht, mit ihrem Leiden umzugehen, die Patienten eine gewisse Lebensqualität wieder zurückgibt, auch eine gewisse Mobilität wieder zurückgibt, dem Patienten eben dazu verhilft, seine Tage mit Leben zu füllen. Pallium bedeutet Mantel und wir versuchen hier einen Mantel um Patienten zu legen, die nicht mehr gesund werden. Ich muss Ihnen sagen, das Personal von angefangen, die sind so hundertprozentig herzlich und lieb mit uns, gehen die um. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die Arbeit sollte zusammenkommen am Patienten. Das ist insofern spannend, als dass wir auch Rückmeldungen bekommen. Wir sind sehr nah dann an Berufsgruppen, mit denen wir vielleicht so nichts zu tun gehabt haben. Sehr eng jetzt hier mit der Physiotherapie, mit der Krankengymnastik. Ganz neuer Aspekt mit der Kunsttherapie. Etwas, was ich bisher wirklich nur aus der Theorie kannte. Wir haben den Psychoonkologen hier, der uns Rückmeldungen gibt. Das heißt, wir kommen mit Berufen zusammen und erhalten dadurch Rückmeldungen, was wiederum unsere eigene Arbeit beeinflusst. Und das ist einfach sehr spannend. Möchten Sie dazu einfach mal ein Bild machen? Möchten Sie mal versuchen, das in Farbe auszudrücken? Was dabei entsteht, sind dann so Werke, die man hier halt sehen kann. Ja? Wenn ich hier dieses Bild sehe, ich lasse die Leute also auch immer Titel finden für das, was sie gestaltet haben. Und hier war es die Mutter Erde und das Licht des Himmels, die Geborgenheit, die das den Menschen gibt. Ja? Und es war das erste Mal für diese Frau überhaupt, dass sie gemalt hat und dass sie das Wagnis eingegangen ist, das Blatt ganz nass zu machen mit viel Wasser und die Farben einfach mal laufen zu lassen. Wenn bei mir die Menschen den Schritt machen, sich auszudrücken, dann hat das auch immer eine Auswirkung auf den Körper. Gelten andere therapeutische Maßstäbe in der Behandlung mit Palliativpatienten. Das wichtigste Ziel ist, die Aktivität des Patienten zu fördern, ja, die Körperfunktionen und Strukturen zu verbessern, also die Alltagssituationen zu verbessern, wiederherzustellen. Der Herr Lange ist auch ein Patient, der sehr von der Komplexbehandlung, ja, von dem multiprofessionellen Team profitiert. Innere Energie ist wieder da. Denn vorher war ich teilweise durch Schmerzen und das Wasser in der Lunge, auch durch Schmerzmittel zusätzlich, so ein bisschen ausgeschaltet. Und das hat sich so nach und nach durch die ganze Behandlung hier und ob das jetzt hier durch den Physiotherapeuten ist oder ob das medizinische Hilfsmittel waren, die alle zur Verfügung stehen,
eine sehr positive Entwicklung gegeben. Dass ich jetzt so das Gefühl habe, ich könnte wieder bald mich selbstständig zu Hause auch versorgen.